Oh. Das sieht heftig aus. Archiv. Wieder Diary. Kann ich sogar schon springen? Ja. Normally, I would say lava is gleich bad. But I think a way across. Ja, deswegen sterbe ich. If I was an artifact where I would be. On the other side of a death lava pit sounds about right. Okay, also ich bin in die Lava gesprungen, das bringt gar nichts, das ist tot für uns. Aber wir hatten eh nichts gesammelt, deswegen macht es nichts. Gurok Flame Pit, okay. Huiuiui, das sind ja aber schwere Sprünge. Huiuiui. Nein! Ah, oh, man kann da die Wand hochlaufen. Das ist schon mal ganz cool. Da drüben ist anscheinend nichts. Oder war da was? War da was? Nö. Ne. Was sind wir denn hier? Oh, da kann man was sammeln. Das sieht gut aus. Da ist Schlabbe unten und hier kann man was sammeln. Flame Shroom, okay. Flammenpilze. Spawnen die auch neu? I don't know. Können wir später nochmal vorbeischauen? Okay. Da geht's noch weiter in die Wüste, glaube ich. Was haben wir denn hier? Hier sieht's nach Wüste aus. Aber Zelda scheint immer noch dazu. Doch, wir sind jetzt im Chronicle Beach. Okay. Strand hätte ich es nicht unbedingt genannt, aber okay. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Macht die mir Schaden? I can barely see this. But I keep thinking I'm seeing shapes in the distance. Das ist ein Dino. Macht mir Schaden? Ein Chronosaurus. Den finde ich süß. Magst du zufällig eins von denen? Ist über eine Kacke gestiegen. Ist der re retarded? Egal. Okay, die Flame Shroom behalte ich mir dann doch lieber. Was haben wir denn da liegen, ne? Eine zeitlose Frucht. Bekomme ich Schaden am Kaktus? Nein, ich kann in den Kaktus reinlaufen. Okay. Okay. Ich frage einfach nicht nach. Hey, das ist unsere Plantation. Jetzt sind wir hier dahinter. Was war das gerade? Ich frage aber nicht. Ah, hier, es wird hell. Das sind manche Sachen, die ich nicht erklären kann. Coming soon, okay. Aber auch nett hier. Bin ich verrückt? Ja. Aber ich kann nicht hochlaufen. Wir haben mal so ein paar Dinos. Und ein paar Kackhaufen. So. Kann ich da nicht rüber schwimmen? Ist das Wasser gefährlich? Das finde ich uncool. Das verliere ich alles. Wieso ist Wasser gefährlich? Wir dürfen nicht ins Wasser. Wieso? Okay, es war gut, es nachzuchecken. Weil jetzt haben wir nicht viel verloren. Wir können mal kurz gucken, was wir, wenn wir eh schon wieder hier sind. Können wir kurz eine Sache checken. Für was brauchen wir diese Lava-Dinger? Gibt es irgendwas, für was wir die brauchen? Hier. Und hier noch was. Energy. Nur für Energie. Okay. Jetzt sagen wir einmal, brechen wir nochmal auf. Obwohl diese Rock Shrouds kann ich nicht einfach hier droppen, ist auch ziemlich egal, oder? Kann ich nicht einfach hier so pflücken, sag ich mal, und hier hinlegen? Bleiben die hier liegen dann? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mal schon. Dann kann ich die auch nicht einfach pflücken und hier hinlegen. Dann wachsen da neue und ich kann die einfach wiederholen dann. Dann habe ganz viele. Das ist doch eigentlich am besten. Mal gucken. So. Wieder das tolle Jump Run hier machen.
Nein! Nein! Also ich glaube, da muss schon einiges Gutes sein. Ja, okay, man kann das echt machen, dass man das so hinlegt. Dann können wir da ganz viel farmen, ohne mit den Kisten viel zu arbeiten. Nur wenn wir eben welche brauchen, haben wir dann gleich welche liegen. Okay. Diesen Jump-Run, schaffen wir jetzt schon irgendwie. So. Nein. So. Der Sprung ist echt nicht ohne. Nee, oder was der hier, den ich nicht geschafft habe? Doch, jetzt schaffe ich beide. Nice. Nein! Nein! Oh! Zeitraffer. Wer kackt denn hier? Ich habe gerade ein Kackgeräusch gehört, oder ist es in der Musik drinnen? Oh, da ist noch so ein Teil. Wo komme ich denn da hin? Hallo? Doch, es geht's. Ich würde sagen, ich lasse den hier mal liegen. Dann muss ich nicht das Jump'n'Run, eben falls ich es nicht schaffen würde. So, also die Steine kann man auch mehr oder weniger hochklettern. Das habe ich vorher noch nie nicht probiert. So, dann holen wir jetzt hier die beiden Rooms da hinten nochmal. Okay, also sie spawnen mehr oder weniger immer an derselben Stelle. Was eigentlich eine gute Sache ist. Ich finde das jetzt nicht irgendwie schlecht. Manche können sagen, oh, das ist überhaupt nicht random und so, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Da weiß man wenigstens, was man hat. Wer kackt denn die ganze Zeit? Kacken die in so einer Lautstärke, dass ich das so höre? Oder wie? Ach ja, keine Ahnung. Das Wetter auf jeden Fall nicht so gut. Upsala, nicht nach unten. Ich wollte gar nicht runter. Elemental Heights. Oder Heats oder wie? Emma! Nee, Heights heißt es, glaube ich. So. Ich um mein Englisch. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Okay. Oh nein, da sind wieder so Geschosse. Kommen wir da weiter? Ja. Da sind noch einige. Und auch noch einige Geschosse. Aua, aua. Ich dachte, du schießt nicht so schnell. Ah, man kann einfach Linksklick gedrückt halten, das ist entspannt. Ich glaube, der will noch nicht lang eigentlich. Obwohl, wir haben echt viel Leben, wenn man so schaut. Ich warte einfach mal kurz. Bis ich hier sprinten kann. So eine Sprintanzeige wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es noch gäbe. Geht's ja noch weiter? Hui. Vielleicht kommt es mir nur so vor, dass ich nicht unendlich sprinten kann und ich kann es eigentlich. Ich bin mal so pussyhaft und lege alles hin. Weil ich Angst habe, dass ich hier sterbe. Hui. Wieder solche Teile. Hui. Wo schießen die eigentlich lang? Kacken die Teile auch? Wo geht's denn echt lang? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen aber mal hier lang und dann schauen wir mal, wo wir ankommen. Dann wird's auch gleich Ende im Gelände sein mit diesem Part. Oh. Oh. Oh, wow, 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 wow. Also wir sind jetzt schon weit oben, weil hier krasse Items sind. Aua, Schmerz. Lass nach oder so. Ghost Shroom. Sieht cool aus eigentlich hier. Ich würde sagen, wir probieren einfach nochmal zurückzukommen. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part. Aber das wäre noch eine Sache, die ich gerne schaffen würde. Komme ich da irgendwie runter? Kann ich da runterspringen? Gibt es Fallschaden?
bis jetzt alles ausprobieren. Wie mache ich das am besten? Ich probiere mal darunter zu springen. Ich probiere es. Nein, das funktioniert so nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ich hole mir das Zeug und das seht ihr jetzt im Zeitraffer. Okay, jetzt soll ich nicht unbedingt sterben, wir sind jetzt hier schon recht weit. Okay, können wir noch drei von diesen Geisterdingern holen? Dann hätte ich voll. Also hätte ich alle Geist, also ich genug Geisterdinger. Jeder Slot kann ja bis 8 zählen. So eine noch? Ja, passt, gut. Okay, den kann ich nicht mehr mitnehmen, doch könnte ich sogar. Mal gucken, vielleicht werfe ich ihn dann weg, mal schon, ob ich den brauche. Junge, Junge, die schießen ja voll hart, schnell und so weiter. Ich darf auf jeden Fall nicht runterspringen und ich darf nicht sterben. Das ist wichtig. Da rechts war es noch was? Nee, da war es nicht hier. Okay, die roten kann man recht leicht ausweichen, aber die anderen sind nicht so einfach. Die lilanen sind schwer auszuweichen, finde ich. Ich lebe noch. Es fallen die ersten schon runter, scheiße. Ich glaube, ich komme nicht mehr hoch, kann das sein? Nein. Ja, gut. Na gut, das war jetzt nicht sehr erfolgreich, deswegen würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei. So, das war's schon. Und ja, von der Session. Und wenn ihr Lust habt, dann stimmt ab, ob ihr einen Stream haben wollt oder ja, stimmt einfach da oben ab. Und das war's schon. Ciao, herzlich willkommen. Tschüss. Kleiner Einschub noch, die Achievements wollen wir noch anschauen. Wir haben neue Zonen entdeckt, haben jemanden gefüttert, der das mochte. Dann made some poo, also Kacke. Dann haben wir ein Archiv gefunden, haben wir unsere erste Maschine gebaut, sind Level 5.
haben etwas, ein Mysterium eben entdeckt, die wir in diesen Kristall reingegangen sind, sind Level 2 und sind gestorben. Okay, cool. Da gibt es einige noch, die man hier bekommen kann. Und ja, das würde ich dann im Stream wahrscheinlich dann machen. Und wir schauen uns den Trailer an und dann war's das.